Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen, heißt diese Quest, die wir zusammen mit Regis angehen, dem wir hier durch die Stadt folgen müssen. Willkommen zurück in Folge 78 ist es schon von Blood and Wine. Ich glaube Folge 387 dieses Let's Plays. Wenn meine Zählung richtig ist, müsste morgen sich dieses Let's Play zum zweiten Mal jähren. Ich habe damals angekündigt, ich brauche ein Jahr dafür. Ich habe es nicht angekündigt, aber ich habe geschätzt, naja, vielleicht dauert es ein Jahr. Naja, es hätte nicht mal geklappt, tatsächlich in einem Jahr, wenn ich jeden Tag eine Folge ausgestrahlt hätte. So waren es jetzt über 2 Jahre, fertig sind wir immer noch nicht. Wir nähern uns aber mit Minischritten dem Ende in der Hauptquest und wir gucken jetzt mal in diese Tür rein, der Spielzeugladen. Budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlaf, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Praktisch. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that had come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Ooh. Spooky. Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Hey, was rempelt ihr mich denn hier an? Als Kind wollte ich auch durch Wände gehen können, wie Regis das gerade gemacht hat. Oh, ein Räumungsbefehl. Vielleicht mehr zu dieser Geschichte. Räumungsbescheid. Aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Ladenräumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter Alric de Samp den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er dies nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt. Deren Länge wird vom Schuldnergericht festgesetzt. Vogt Victor Lamaire. Macht Platz, hier ist der Landvogt. Da ist schon mal ein Häschen. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Somebody fixed this recently. Verzeihung, ich bin etwas erkältet. Lieber Ladenmeister, ich wünsche mir schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa wird wütend, wenn ich ihn frage, wann er welches verdient. Einmal hat er mich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat eine Puppe mit goldenen Haaren, die man ganz echt kämmen kann. Fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben. Darum schreibe ich dir, Ladenmeister. Ich wollte dir schon lange schreiben, aber ich konnte ja noch nicht schreiben. Jetzt kann ich es. Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte ich mich gern darum kümmern. Es wird bestimmt glücklich mit mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein, aber ich weiß schon, dass Spielzeuge nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Aber das ist mir egal. Ich würde es sehr lieben. Isa. Isa hat eine sehr, sehr gute Rechtschreibung dafür, dass sie jetzt erst schreiben kann. Und auch eine sehr geschliffene Ausdrucksweise, als wäre sie in Wirklichkeit ein Writer von einer Computerspielefirma. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Ja, jedenfalls wollte ich als Kind auch durch Wände gehen.
Also ich fand das eine total geile Fähigkeit, genau wie Fliegen. Fliegen wollte ich können, weil der kleine Vampir fliegen konnte mit seinem speziellen Umhang von Angela Sommer-Bodenburg. Und durch Wände gehen konnten, wollte ich, weil ich das gesehen habe in einer obskuren Fernsehserie namens Frankensteins Tante, die könnt ihr mal googeln. Und da gab es auch irgendwie, glaube ich, eine Frau, die durch Wände gehen konnte. Und dann habe ich das daheim tatsächlich mal probiert, mit genügend Konzentration, war aber clever genug, das nur recht langsam zu probieren. Also falls ihr denkt, ich wäre dann mit dem Kopf voll gegen die Wand gezimmert, dann das nicht, aber funktioniert jetzt leider trotzdem nicht. Naja, trotzdem der Fernsehtipp Frankensteins Tante, wer mal sehen kann, was in den frühen 80ern so an merkwürdigen Fernsehserien finanziert wurde. Nice little trinket. Dingelchen. Ich habe ein Dingeling, das macht manchmal Klingeling. Sometimes I think I might end up like one of these toys. I find these puppets rather disturbing. Ja, zum Beispiel in der Collector's Edition. Somebody fixed this recently. Spielzeugläden sind immer ein bisschen unheimlich. Attic. Let's go. Toys in the attic, so I am nest. Crazy. Need to look around. No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. I find these puppets rather disturbing. Oh, ein schönes Porträt hier an der Wand. Schauen wir uns gleich an. Spieluhren sind auch immer ein bisschen unheimlich. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Tools were used recently. Detlaff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Der Regis hat eine wahnsinnig gute Stimme. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Woman's likeness. Bit smudged. This is lover? I don't rightly know. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Jetzt dachte ich, da leuchtet die Marionette, aber die war nur so rot. Briefe mit Zielen für das Biest. Oh. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin, Count Delacroix. Detlaff's victims, one and all. But that's not his hand. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Still got nothing, basically. Need to look around some more. Let's get to work. Okay. Ich glaube nicht, dass Detlaff das selbst geschrieben hat, ehrlich gesagt. Verdächtiger Brief. Detlaff van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlaff killed not of his own accord. The blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detlaff have any enemies? Indeed. Detlaff gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlaff yourself, whoever it is someone new. Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close.
because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlaf grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlaf's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlaf have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlaf is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlaf ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renewed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renewed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills, for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlaf's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazeri ink. And not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlaf's innocence, clearly. Würde ich noch nicht sagen. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See, you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renewed, we would strip the blackmailers of their hold on Detlaf. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlaf? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Out of wit with you, maybe? No. He'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. Aye, aye, aye. You must trust me on this. Fine. Hoffentlich muss ich mich jetzt nicht entscheiden. First. Ja, so okay. Be it. We'll await you here. Detlaf and I both. Irgendwas ist da faul. Wein ist heilig, heißt die Quest jetzt. Soll ich der Herzogin berichten? Okay. Ich glaube, wir können eine Runde Gwent einschieben. Genau, hier im Hafen ist nämlich noch ein Kandidat, bevor wir dann der Herzogin Bericht erstatten.
muss mich jetzt übrigens entschuldigen schon mal bei den Leuten, weil ich hatte ja um Hilfe wieder gebeten bei Gwent und einige der hilfsbereitesten und einige derjenigen, die mich jetzt so lange unterstützt haben bei Gwent, die werden langsam ungeduldig, weil ich mir scheinbar nichts merke und immer noch so viele Anfängerfehler mache. Das tut mir sehr leid, aber ich spiele tatsächlich hier mit riesigen Pausen dazwischen oft. Also mit dem Kind waren jetzt teilweise Monate dazwischen, deswegen vergesse ich schon auch mal so grundlegende Taktiken. Aber was soll's, wir werden es schon schaffen gemeinsam. Die Glöcknerinnen von Beauclair ist natürlich auch ein schöner Name für ein Bordell. Ah, ich glaube, eine Runde. Oh, Käsebällchen gibt's auch. Eine Runde Gwent muss drin sein. Let's call it business. Ah, then. A professional journey. Nothing but work, tension, unfamiliar beds. One needs a way to relax at times. Perhaps my girls could help you. Cozy place you got. I'm pleased you noticed. You see, when I had set aside enough to found my own establishment, I wished it to be not a bawdy house, but a bawdy home. A place where patrons would not simply come, drop their hosts, then flee as soon as the girl rolled over. Here, the sheets do not reek of sweat, the beds have no bed bugs, and the wine is not watered down. It is a place where one longs to linger. To chat, sprawled in a comfortable chair, to light a pipe. All after paying a modest fee, of course. Ach, so eine Runde Entspannung? Naja, vielleicht nach dem Gwent-Match. Eins spielen wir jetzt noch. Unusual. Got a special request. Just need to keep this between you and me. You know well I shouldn't. Hey, who cares? How might I help? Gwent, you play? Da hat sie den riesen Gag auch mit einer riesen Reaktion honoriert. Also, was habt ihr gesagt? Skellige Sturm raus. Und vor allem hier von... Ja, wohl, das habe ich sogar schon gemacht. Die einen Schiffe habe ich rausgenommen. Ich glaube, sie ist gar nicht mal so nützlich. Da reicht mir, glaube ich, die Yennefer. Ich werfe jetzt die mal raus hier. Die Langschiffe. Die Krieger, die sind halt das. Die helfen mir nur was, wenn ich die doppeln kann. Ich werfe die jetzt mal raus und dann schauen wir mal, was passiert. Weil ich, wenn ich wirklich viel zu viele Karten habe... Ach so, Einheitenkarten habe ich jetzt wieder zu wenige. Ja. Skellige Sturm. Probieren wir es mal so. Nicht genügend Einheitenkarten. Ach schau an, jetzt muss ich nämlich doch wieder eine mitnehmen. Dann nehme ich doch wieder die Heilere mit. Bei einer von den Kriegern, die sind zwar stark, aber... Moissac habe ich schon rausgeschmissen, das hat er dir mir auch geraten. Nehme ich vielleicht nochmal eine Finte mit, ha? Ach, ist das schwierig. Oder doch die Langschiffe. Ne, Moment. Ach so, ja, da habe ich jetzt zweimal dabei, dann nehme ich das dritte jetzt auch noch mit. Dann können die sich schon mal doppeln, aber dann habe ich insgesamt 12. Die dann aber immer gepult werden. Naja, probieren wir's. Skoia Tell, oh Gott, gegen die habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Der Gaunter, der zieht mir die gleich mit. Ach Gott, ja. Jetzt habe ich die Langschiffe und die. Und die Schildmeiden. Aber Sirius habe ich nicht dabei. Doch, jetzt ist er dabei. Na also. Dann gucke ich jetzt nochmal hier, damit ich die auch diesmal richtig spiele.
aus dem Friedhof, die gehen in die Sätze zurück. Das heißt, ich kann die schon mal spielen. Und dann eventuell nochmal pullen, oder? Die pullt alle Schildmeiden aus meinem Stapel. Was natürlich super stark ist. Und der Krach, der packt tote Karten wieder zurück in den Stapel. Das heißt, ich müsste die eigentlich zweimal spielen können, ne? Ja, dann probieren wir das jetzt mal. Das ist ja fies. Könnte ruhig auch mal langsam mal passen, na also. Dann hole ich mir jetzt den Gaunter zurück. Dann kann ich die drei Goblins oder was das ist. Ne, sind ja keine Goblins, die kann ich mir dann nämlich nochmal polen. Was sind's denn? Finsternis, ja. Okay, dann kann mir der die pullen, der kann mir die nochmal pullen und die kann mir die anderen pullen und damit müsste ich eigentlich die letzte Runde gewinnen und da kann ich ihm nochmal eine starke wegbrennen. Auf Wiedersehen. Schauen wir mal, ob es klappt. 5 Karten hat er noch. Ich müsste eigentlich die Oberhand haben damit. Fangen wir mal mit ihm hier an. Ach so, ich habe den Krach nicht gespielt. Oh Gott, ich Vollidiot. Ah! Ist nicht wahr. Dann muss ich das jetzt machen. Ja, jetzt habe ich den Gaunter natürlich verschenkt. Aha. Der brennt die stärksten Karten beider Spieler. Das heißt, es ist jetzt seine 5, oder? Genau. War nicht so mega stark, aber... Jetzt kommt der hier mit dem Regen an. Naja, okay. So, und sie pullt jetzt die Schildmeiden, wie geplant. Und die verstärken sich alle gegenseitig. Das ist natürlich schon ein Pfund, die Runde. Meine Güte. Schauen, was er tut. Mit Verbrennen könnte mir wehtun, aber macht er nicht. Wunderbar. Eher sie. Sie war es natürlich. Gut. Ich glaube, den Bordellbesuch, den mache ich, wenn dann im Off. Ne? Bis zur nächsten Folge.